Sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem heutigen Vortrag von Herrn Stefan Ihle aus Halle mit dem Titel »Eine Stimme für die Dynastie – Die Rolle des Seniorats für das Haus Anhalt im 17. und 18. Jahrhundert«. Dieser Vortrag beschließt das Programm des ersten Halbjahres in der Vortragsreihe des Vereins für anhaltische Landeskunde mit dem Stadtarchiv Dessau-Roßlau und uns, der Abteilung Dessau des Landesarchivs. Wie gewohnt wird der Vortrag als Video vom offenen Kanal Dessau aufgenommen, nachbereitet und online bereitgestellt. Und damit begrüße ich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die den heutigen Vortrag in der Aufzeichnung verfolgen. Allen Beteiligten vom Verein für anhaltische Landeskunde, vom Stadtarchiv Dessau-Roßlau und vom offenen Kanal danke ich für die Unterstützung ganz herzlich. Und ich begrüße damit unseren heutigen Referenten, den ich Ihnen nun ganz kurz vorstellen möchte. Stefan Ihle studierte bis 2018 Geschichte und Politikwissenschaften in Jena, Marburg und Halle. Er absolvierte anschließend ein Volontariat in einer PR-Agentur in Halle und war danach Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit bei den Stadtwerken der Stadt Halle. Bereits in seiner Abschlussarbeit bearbeitete er ein anhaltisches Thema. Er untersuchte einen Entführungsfall an der Hallenser Universität aus dem Jahr 1734. Wie sich herausstellte, gehörte der untersuchte Entführungsfall in einen größeren Kontext und entpuppte sich als Teil eines innerdynastischen Konflikts zwischen Leopold I. von Anhalt-Dessau und dessen Schwiegersohn Viktor II. Friedrich von Anhalt-Bernburg. Die Ergebnisse seiner Arbeit stellte Herr Ihle hier an diesem Ort im April 2019 vor. Inzwischen ist sie in überarbeiteter Form im Mitteldeutschen Verlag in der Reihe Forschungen zur hallischen Stadtgeschichte erschienen. Seit Juni 2021 ist Herr Ihle Doktorand an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am Lehrstuhl für frühe Neuzeit bei Professor Dr. Andreas Petscher. Er promoviert zum Thema, zunächst mit dem Arbeitstitel, Eine Stimme für die Interessen des Gesamthauses, das Seniorat des Hauses Anhalt und das Direktorium der ernestinischen Herzöge 1603 bis 1815. So viel zur Vorrede. Ich übergebe das Wort nun an unseren heutigen Referenten, Herr Ihle. Das Pult gehört Ihnen. Ich bin ja gespannt, ob das Mikro funktioniert. Ich hoffe, Sie hören mich alle gut und deutlich. Das lauter? Okay, ich gebe mein Bestes. Näher ran. Okay, erstmal vielen Dank für die freundliche Vorstellung und vielen Dank auch für die Möglichkeit, heute in diesem Rahmen, ich sage mal nicht ein Teil meiner Arbeit, aber weitestgehend schon ein Thema, das sich mit meiner Arbeit beschäftigt, also meinem Dissertationsprojekt, vorstellen zu können. Der größere Rahmen wurde ja quasi schon genannt. Was habe ich heute vor? Also das Thema ist bekannt. Ich zeige Ihnen ganz kurz meine Gliederung. Es gab ja einen Pressetext zu der Veranstaltung, da habe ich auf einen Fall hingewiesen, der spielt sich 1789 ab und auf den möchte ich ganz kurz eingehen und darüber eigentlich zu meinem eigentlichen Thema kommen. Zweitens den Konflikt um das Seniorat 1718 bis 1722. Da möchte ich dann einen kurzen Exkurs auch zur eigentlichen Entstehung, Entwicklung und den Befugnissen des Seniors kommen. Und in einem dritten Punkt dann letztlich die Konsequenzen aus dem Konflikt kurz erläutern. Zur Einführung. Am 17. Oktober 1789 stirbt der bisherige Senior Karl Georg Lebrecht von Anhalt-Köthen in Semlin bei Belgrad. Ich hoffe, man kann das erkennen. Also das ist heute ein Vorort mehr oder weniger von Belgrad, liegt westlich der Donau. Der stirbte, weil er als Feldmarschallleutnant in kaiserliche Armeedienste getreten ist 1788 und da an dem erneuten Türkenkrieg teilnahm. Also er ist nicht wegen Verwundung gestorben, sondern einfach aus Altersschwäche. Ohne Feindeinwirkung. Karl Georg Lebrecht war seit 1765 Senior des Hauses. Das heißt, er war der älteste regierende Fürst, älteste vom Alter her. Sie können auf der rechten Seite sehen. So, nachdem er gestorben ist, gibt es quasi mehr oder weniger zwei
Prätendenten, die Ansprüche oder besser gesagt keinen Anspruch auf das Seniorat anmelden. Dazu näher. Nach Alter der regierenden Fürsten wäre nun Friedrich August von Anhalt-Zerbst derjenige gewesen, der das Seniorat hätte antreten müssen. Das ist der Herr auf der linken Seite. Dieser lebte aber zu diesem Zeitpunkt bereits in Basel, verbrachte da auch seinen Lebensabend und hatte kein Interesse, nach Anhalt zurückzukehren. Er trat deshalb auch das Seniorat formal 1790 an seinen Bernburger Vetter ab. Schon allein dieser Fakt stellt ein Novum in der bisherigen Geschichte des Seniorats dar. Bisher hatten alle ältesten Fürsten das Seniorat angetreten, seitdem es das Seniorat 1603 bzw. 1606 gab. Aber es gab noch einen zweiten Fall. Das ist der rechte Herr, das war Karl Ludwig Anhalt von Schaumburg-Heum. Auch dieser meldete ebenfalls Ansprüche an das Seniorat an, aber auf eine merkwürdige Art und Weise. Denn er zeigte lediglich seinen Verzicht auf das Amt an gegenüber dem Kaiser und den anderen Mitfürsten. Schon allein das ist merkwürdig, aber zuerst klären wir, wie überhaupt ein Anspruch anmelden konnte. Zum einen war Karl Ludwig nach Lebensalter ganze 12 Jahre älter als der neue Senior von Anhalt-Bernburg und überhaupt auch älter als der Prätendent aus Zerbst. Der war glaube ich, 11 Jahre älter. Er zählt jedoch zu den sogenannten apanagierten Prinzen. Er war ein Nachfahre eines nachgeborenen Sohnes der Bernburger Hauptlinie. Durch Heirat konnte diese die Reichsgrafschaft Holzappel mit der Herrschaft Schaumburg erwerben. Deshalb auch der Name Schaumburg. Das Bild des Schlosses ist auf der rechten Seite. Und die Reichsgrafschaft ist eigentlich so ein ganz, ganz kleiner Flecken, liegt unweit von Dietz an der Lahn. Genau. Also die Entstehung dieser Nebenlinie war aber insgesamt ein Resultat der Einführung der Primogenitur Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts in allen anhaltischen Linien. Das heißt, nachgeborene Söhne hatten danach keinen Anteil mehr am Erbe und wurden abgefunden. Das geschah entweder dadurch, dass sie ein Paragium erhielten, das war entweder ein Amt, der gleichzeitig das auch als Wohnsitz diente, oder eine Apanage. Eine Apanage war eine jährliche Gehaltszahlung, die mehr oder weniger erhalten haben, damit sie über die Runden kamen. Damit nicht verbunden waren allerdings Herrschaftsrechte. Diese Hierarchisierung im Haus führte aber zu einem Problem, denn das Seniorat kannte als Kriterium nur das Alter. Also stets der älteste Fürst sollte dieses wahrnehmen. Man versuchte nun, diesen Konflikt oder dieses Problem zu lösen, indem man quasi einen neuen Vertrag schloss. Das war das sogenannte Pactum Primogeniturae von 1687. Das war ein Regelungsversuch auf Ebene des Gesamthauses. Darin verabredeten sich alle Linien darauf, die Primogenitur einzuführen. Die regierenden Fürsten sollten zudem im Rang den Apanagierten vorgehen und es wurde ebenso festgeschrieben, dass das Seniorat zukünftig nur noch den regierenden Fürsten zuzuschreiben sein sollte. Ausgenommen, davon waren zwei Prinzen aus Zerbst. Von einem kommen wir noch im Laufe des Vortrags zu sprechen. Diese hatten sich das Recht schon in einem Vertrag innerhalb Zerbsts im Vorfeld gesichert. Im Vertrag wurde dann auch beschrieben, wieso die Apanagierten unfähig seien zu diesem Seniorat. Apanagierte sind, Zitat, sultanen Seniorat noch auf das Oberdirektori und den dahin gehörigen allgemeinen Landschaftssachen nicht fähig, weil sie sowohl mit den zur Führung des fürstlichen Etats genugsamen Einkommen und anderen Notwendigkeiten nicht versehen, als es in der Tat inkompatibel ist, alles dasjenige, was dem Seniorat von unseren hohen seligsten Vorfahren durch einmütig aufgerichtete Rezesse aufgetragen und beigelegt, wohl zu beachten. Und doch kein regierender Herr zu sein und an der landesfürstlichen Hoheit keinen Teil zu haben. Zusammengefasst, Apanagierten fehlten materielle und rechtliche Voraussetzungen zur Wahrnehmung des Seniorats. Interessant ist allerdings, dass der Vertrag letztlich nur bis 1702 Bestand hatte.
Er wurde dann von Seiten aller Linien aufgelöst. Das lag mehr oder weniger daran, dass es zu der Zeit mehrere Missheiraten im Haus gab, also in Köthen und in Dessau hatten die Fürsten jeweils Bürgerliche geheiratet und der Vertrag regelte nicht nur die Primogenitur, sondern legte auch empfindliche Strafen fest, dass es nicht zu Missheiraten in dem Haus kommen sollte. Da es aber schon der Fall war und es faktisch keine Durchsetzungsmöglichkeit gab, löste man von allen Seiten das Problem, indem man den Vertrag einfach aufkündigte. Damit war man wiederum auf die Regelung von 1603 zurückgefallen, die nach Lebensalter entschied. So, zurück zu unserem Karl Ludwig von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Heum. Sein Anspruch begründete sich mehr oder weniger auf den Konflikt, den ich Ihnen jetzt im Folgenden schildern werde. 1718 haben wir erstmalig den Fall, dass tatsächlich das älteste Hausmitglied ein Prinz von Anhalt-Zerbst war. Das war der Johann Adolf, ganz in der Mitte. Er war der Bruder des linken Fürsten. Das war der bis dahin regierende Fürst von Zerbst und auch kurzzeitiger Senior. Und rechts haben wir quasi einen weiteren Prätendenten, Karl Friedrich von Anhalt-Bernburg. Das war die regierende Linie von Bernburg. Und er war der älteste regierende Fürst und beanspruchte nun das Seniorat. An dieser Stelle, Moment, ich habe hier quasi alle lebenden männlichen Mitglieder des Hauses mal in ein Diagramm gepackt und das farblich zeigen wollen, wer alles in diesem Konflikt verwickelt ist. Alle, die blau sind, stellen sich letztlich auf die Seite von Zerbst und alle, die orange sind, bleiben auf der Seite des Fürsten von Bernburg. Insgesamt ist interessant, oder hier zu merken, wir haben 4 regierende Linien und mehrere Nebenlinien. Das ist für den weiteren Verlauf interessant, weil wir jetzt ein bisschen viel springen, was Namen betrifft und Zugehörigkeiten. Aber erstmal ein Exkurs zu unserem Seniorat, und das ist ja im Titel zumindest eigentlich gehen sollte. Was ist das eigentlich, der Seniorat? Wie gesagt, es entstand infolge der Teilung 1603-1606 des Fürstentums Anhalt. Bei der Teilung wurde allerdings vereinbart, dass gewisse Rechte, Ansprüche und Besitztümer gemeinsam zu behalten waren. Darunter zählte das gemeinsame Archiv, das Gymnasium Illustre in Zerbst, Burg und Berg Anhalt, das Berg- und Münzregal oder auch der Anspruch auf die Grafschaft Aschersleben. Das Reichslehen bestand als Ganzes weiterhin fort. Das diente zum einen der Statuswahrung, ermöglichte aber gleichzeitig auch allen Fürsten die Teilhabe an der Reichstagsstimme, denn Anhalt besaß eine ganze. Genau. Warum aber das Seniorat? Meiner Meinung nach hat die Gründung oder die Etablierung des Seniorats vorrangig mit dem Reichsstift Gernrode zu tun. Denn der Reichsstift war, wie soll man sagen, mehr oder weniger vom Haus Anhalt inkorporiert worden in den Jahren vor der Teilung. Das ging dadurch, dass die Fürsten von Anhalt bereits erblich das Amt des Erbschutzvogtes für sich beanspruchen konnten und damit die einerseits die faktische Verwaltung, aber auch die rechtliche Vertretung des Stifts wahrnahmen, weil der Stift war ein Frauenstift und Frauen hatten nur eingeschränkte Rechtsfähigkeit. Man nutzte zudem den genialen Trick, indem man nämlich also Prinzessinnen des Hauses Anhalt zu den Äbtissinnen wählen ließ und diese noch minderjährig quasi einen Vormund brauchten, der auch von den Fürsten von Anhalt ausgeübt wurde. Formal war der Stift aber zur Zeit der Teilung 1603 noch unabhängig, also ein Reichsterritorium. Man wollte also mit dieser Teilung nicht diesen Einfluss gefährden, und hatte dann das Problem, dass man dieses Amt des Erbschutzvogtes letztlich jeweils nur an einen Fürsten weitergeben konnte. Und da entschied man sich dann für den Ältesten. Mit diesem Amt oder das Amt selbst, beziehungsweise was daraus resultierte, zeigt aber auch, wie stark letztlich die Fürsten von Anhalt schon den Stift als ihren Besitz durchdrungen hatten. Denn der Senior hatte nicht nur das Erbschutzvogtamt inne, sondern er verfügte quasi über den Stiftbesitz und konnte die Einnahmen nutzen, um damit die anhaltischen Reichsaufgaben zu erledigen.
Also man nutzte quasi den Reichsstift für das anhaltische Fürstentum. Bereits aber unter dem ersten Senior entwickelte sich dieses Amt, was dann im Verteilungsvertrag festgelegt wurde, weiter. Also der nahm neue Funktionen wahr, sodass daraus eher eine Aufsichts- und Steuerungsfunktion für die Gesamtsachen des Hauses resultierte. Diese geänderte Rolle wurde auch normativ im Vertrag von 1635 festgehalten. Man muss aber sagen, dass die alleinigen Handlungs- und Entscheidungskompetenzen des Seniors sehr begrenzt waren. Die erschöpften sich eigentlich in der Aufsicht des Archivs, im Empfang der Reichslehen bzw. der Bamberger Lehen sowie die Vergabe der sogenannten auswärtigen Lehen. Das waren unter anderem die Bamberger Lehen und Streubesitz. Alle anderen Entscheidungen, die die Gesamtung oder das gesamte Fürstentum betrafen, also alles, was man noch gemeinsam behalten hatte, wurde durch alle Fürsten gemeinsam entschieden. Entscheidungen wurden entweder durch persönliche Zusammenkünfte der Fürsten gefällt oder durch Zusammenschickung der Räte. War die Materie nicht wirklich komplex und konnte schnell geklärt werden, gab es auch die Möglichkeit, das per schriftlichen Umlauf zu klären. Umlaufverfahren heißt einfach, der Senior hat die Materie aufgeschrieben, hat sein Votum gegeben, hat das an den nächst jüngeren Fürsten geschickt. Der hat sein Votum quasi dazu verfasst, die Seniors-Schrift dazugepackt und an den nächsten gesendet. Und das ging nach Alter rum, bis es wieder beim Senior war. Hat dann so einen Monat gedauert, wenn es gut lief. Genau. Entscheidungen wurden versucht, meist konsensual getroffen zu werden. Es war aber auch möglich, dass per Mehrheit entschieden wurde. Gerade dem Senior kam dazu bei den Versammlungen eine wichtige Rolle zu. Denn er machte den Vorschlag dazu, stellte die Agenda auf und schlug auch vor, wo das Ganze stattfinden sollte, also meistens bei ihm selbst. Das war natürlich auch gekoppelt an letztlich dieser Aufsichts- und Steuerungsfunktion, die ich schon erwähnt hatte, weil er am besten natürlich informiert war, was die Gesamtsachen betraf, sodass er auch Handlungsbedarfe erkannte und entsprechend dann an die Vettern vermitteln konnte. Ich fasse ganz kurz die Rolle des Seniors zusammen. Also man kann eigentlich zwei getrennte Bereiche ausmachen. Einerseits hat er intern eine Art Aufsichts- und Koordinierungsfunktion für die Gesamtsachen. Nach außen war er aber mehr oder weniger die Personifikation des Fürstentums. Das wird sehr deutlich bei dem Empfang des Reichslehens. Denn der Senior war alleiniger Lehnsträger beim Kaiser. Also er empfing das Lehen und auch nur er war Träger des Lehens. Alle anderen Fürsten waren mitbelehnt. Also wenn man sagen kann, überspitzt gesagt, gab es eigentlich in Anhalt stets nur einen Fürsten und das war immer der Senior. Genau, also er war dann mit auch insgesamt, wenn man die Rolle zusammenfasst, das Oberhaupt des Hauses. Und das, obwohl jetzt irgendwelche Vorrechte tatsächlich fehlen, war ja dadurch, dass seine besondere Funktion ihm schon eine Stellung gab, die den anderen bevorrangt war. Genau. Kommen wir aber jetzt zu unserem eigentlichen Konflikt zurück. Wie bereits erwähnt, gab es nur die Regelung zum Seniorat, dass man nach Alter entscheiden konnte. Karl Friedrich von Anhalt-Bernburg war demnach aber nicht der Älteste. Trotzdem beanspruchte er in einem Schreiben vom 30. Oktober 1718 das Seniorat und schrieb seinem Vetter von Anhalt Köthen. Interessant ist, dass er das schon am 30. Oktober tat, weil der Senior tatsächlich erst am 3. November verstorben ist. Er war also ein bisschen zeitig dran. Ich zitiere, was er seinem Vetter geschrieben hat. Wann nun solcher Gestalt das Seniorat und Oberdirektorium bei dem gesamten fürstlichen Hause Anhalt erlediget worden und solches nach dem Recht der Geburt eines wirklich regierenden Fürsten auf uns devolviert ist? Auch nicht zweifeln, euer Liebten, werden uns gleichen Sentiments sein und in allen Begebenheiten uns beizutreten belieben. Also, interessant ist, er weiß es eigentlich gar nicht so richtig, ob ihm das Amt zusteht und deswegen sucht er auch die Unterstützung seines Köthener Vetters. Denn das ist quasi eins der Charakteristika des Seniorats. Es ist halt ein Amt, was letztlich auf die Akzeptanz und Zustimmung aller angewiesen ist. Also dass er hier oft quasi im Stimmenfang gegangen ist, lag auch einfach daran, dass die regierenden Fürsten letztlich die waren, die innerhalb des Hauses die Gesamtsachen entschieden mit dem Senior und auch die Machtmittel besaßen.
Köthen hingegen vermeidet eine Parteinahme und versucht eher, in dem Konflikt zu vermitteln bzw. den Konflikt beizulegen. Die anderen Fürsten von Dessau, also Dessau reagiert nicht, weil ist nicht anwesend, ist bald vermutlich zu der Zeit in Berlin. Und auch der Fürst von Zerbst bleibt zuerst unklar, wie der sich positioniert. Das Resultat ist letztlich, dass keiner der regierenden Fürsten sich auf die Seite von Karl Friedrich schlägt und damit auch letztlich keine Entscheidung des Seniorats getroffen wird. Das macht dann wiederum den Kaiserhof zu einem wichtigen Indikator für die Entscheidung, weil, wir haben ja gelernt, eine Aufgabe des Seniors ist es, das Reichslehen zu empfangen. Und das taten dann sowohl Johann Adolf von Anhalt-Zerbst als auch Karl Friedrich von Anhalt-Bernburg. Beide suchten, also schrieben an den Kaiserhof und baten um das Reichslehen. Das ist der erste Schritt, das ist die Reichsmutung. Danach wäre der nächste Schritt der Empfang tatsächlich des Lehens, aber dazu kam es nicht. Denn beide protestierten nun wiederum beim Reichshofrat gegeneinander, gegen die Anmaßung des jeweilig anderen, dass er das Seniorat ausübe. Konsequenz, es gab einen Reichshofratsprozess. Im August 1719 positioniert sich dann doch der Fürst von Anhalt-Zerbst. Er stellt sich gegen den Fürsten von Anhalt-Bernburg mit der Begründung, dass dieser unrechtmäßig die Senioratsaufgaben wahrnehme. Also der Fürst von Bernburg hat Mitteilung vom Reichstag rumgesendet, was die Aufgabe des Seniors war. Und als Konsequenz verdeutlichte er nochmal, dass der Fürst von Bernburg keinerlei Rechtsanspruch auf das Amt hätte. Vielmehr hätte der Onkel des regierenden Fürsten von Zerbst, also der junge Mann in der Mitte, tatsächlich das Anrecht auf das Seniorat. Also einer von den regierenden Fürsten stellt sich schon gegen den Fürsten von Anhalt-Bernburg. Dieser versucht nun vermehrt, die beiden verbliebenen Fürsten von Dessau und Köthen auf seine Seite zu ziehen. Wir wissen ja, dass er rechtlich keine Grundlage hat. Er begründet deshalb seinen Anspruch auf das Amt auf eine andere Art und Weise. Und das schreibt er am 25. April auch nochmal an den Vetter nach Köthen. Das gebe ich jetzt nur paraphrasiert wieder, weil das ist, sprachlich schwierig. Also, Punkt 1. Einem apanagierten Fürsten könnte bei dem Empfang des Reichs- bzw. Bamberger Lehens zeremoniell nicht der Rang, der einem Fürsten von Anhalt zusteht, zugebilligt werden. Diese persönliche Ehrkränkung und Prestigeverlust des Prinzen als Vertreter des Hauses beziehe sich aber auf das gesamte Fürstenhaus, was dadurch nachhaltig Schaden erleide. Zweiter Punkt. Ein eigener Gesandter für den Reichstag in Regensburg wäre mit Johann Adolf nicht möglich. Also die Begründung fehlt hier. Man lässt sich nur vermuten, dass es eine Kostenfrage ist, weil Johann Adolf ja nur eine Apanage bekommt. So. Punkt 3. Es würde zu Schwierigkeiten bei der Vergabe der Senioratslehen kommen, da der Prinz weder einen eigenen Lehensitz noch eine Kanzlei besitze. Vasallen fehle damit der Ort zum Lehnsempfang. Gleichzeitig wird dadurch aber auch das Ansehen des Hauses geschmälert, weil man nicht entsprechend das Haus repräsentieren könnte, was wiederum zu Prestigeverlust des Hauses führte, allerdings dann gegenüber dem nominellen Vasallenverband. Punkt 4. Keiner der regierenden Fürsten wird ihm den Vorrang bei persönlichen Treffen zugestehen. Beratungen und einmütige Schlüsse werden dadurch erschwert. Punkt 5. Er hätte auf Land- und Landrechnungstagen keine Stimme, weil ihm kein Anteil am Fürstentum gehöre. Punkt 6. Die Umsetzung der Beschlüsse kann nicht mit Nachdruck betrieben werden, wodurch die Angelegenheiten des Fürstenhauses nicht bearbeitet werden. Punkt 7. Da er keine Residenz hat, diese aber stets der Ort der Land- und Rechnungstage ist, müsste hier ebenfalls eine Lösung gefunden werden. Punkt 8. Das ist der letzte Punkt. Es gibt schlicht kein Vorbild im Haus für die Einführung eines Apanagierten als Senior. Was hier Karl Friedrich halt ganz klar zeigt, sind praktische Gesichtspunkte. Nicht die rechtlichen Grundlagen der Verträge im Haus sind hier ausschlaggebend für ihn, sondern praktische Erwägungen, wieso es nicht funktionieren könne. Er greift da auch Bedenken aus dem annullierten Vertrag von 1687 aus auf und baut diese aus. Die Punkte zeigen aber insgesamt sehr schön die Rolle, die der Senior im Haus 1718 spielte.
Er war insgesamt unverzichtbar. Das zeigt auch letztlich die Vakanz während des Streites, die dazu geführt hat, dass auf dem Reichstag die Stimme auch ruhte, weil innerhalb des Hauses keinerlei Entscheidungen getroffen werden konnten. Der Punkt 4 offenbart allerdings noch eine weitere Streitebene, nämlich neben diesem eigentlichen Konflikt persönlicher Natur, möchte ich jetzt mal sagen, gibt es hier ganz klar einen Hierarchiekonflikt. Nämlich durch die Primogenitur, das hatten wir jetzt schon, wurden die Nachgeborenen ja von ihrem Rang den regierenden Fürsten nachgeordnet. Sie waren auch Teil dann quasi des Untertanenverbandes des regierenden Fürsten. Diese Hierarchisierung widersprach aber wiederum dem Senioratsprinzip, was auf Gleichrangigkeit aller Erben fußte. Diese beiden Prinzipien waren an sich unvereinbar. Das Problem, was nun aber daraus resultierte, würde man das Seniorat einem Apanagierten zuerkennen, wäre das gleichzeitig eine Anerkennung der Gleichrangigkeit. Mehr noch, da der Senior ja faktisch das Oberhaupt des Hauses darstellte, müsste man ihm quasi einen Vorrang einräumen. Das war allerdings unvereinbar mit der Ehre und dem Prestige der regierenden Fürsten. Hier ging es dann also von seitens der regierenden Fürsten tatsächlich darum, die Hierarchie in ihren jeweiligen Teilhäusern zu erhalten. Nicht so sehr um den Einzelfall. Es ist deshalb wenig verwunderlich, dass auch die anderen apanagierten Prinzen von Köthen und Bernburg, also auch Köthen und Bernburg hatten Nebenlinien, auf die Seite von Johann Adolf von Zerbst eintraten. Sie protestierten im Juli 1720 gemeinsam beim Reichshofrat gegen den Bernburger und traten der Klage von Johann Adolf von Zerbst bei. Interessant ist, dass diese natürlich auch Eigeninteressen verfolgten, denn für sie ging es letztlich ebenfalls um die Wahrung des Anspruchs auf das Seniorat und damit eigentlich auch den Anspruch auf Gleichrangigkeit. Also wir haben jetzt keine Innenansicht, was sie gedacht haben, aber es ist zu vermuten, dass sie auch so clever waren, das zu verstehen. Interessant ist, dass der Bernburger ja bereits schon frühzeitig versucht hatte, die restlichen regierenden Fürsten auf seine Seite zu ziehen. Das war bisher gescheitert. Im September 1720 kam es jedoch zur Konferenz der Fürsten von Bernburg, Dessau und Köthen und im Resultat zu einem gemeinsamen Rezess. Der Rezess war mehr oder weniger ein Beistandspakt gegen die Ansprüche Johann Adolfs mit dem Versprechen der Zusammenarbeit und der Kostenteilung bei dem Verfahren in Wien. Generelles Ziel war es dabei, das Seniorat nur noch den regierenden Fürsten zuzusprechen. Gravierend an dem Vertrag war allerdings die Neuregelung der Finanzierung des Seniorats. Also meine Vermutung ist, dass halt gerade diese Neufinanzierung den Ausschlag gab, warum die beiden anderen beigetreten sind, müsste ich aber nochmal nachweisen. Denn, das ist der entscheidende Punkt, das Senioratskapital, mit dem bis dahin das Seniorat finanziert wurde, wurde auf die drei Anteile aufgeteilt. Zu den Folgen komme ich gleich. Wir haben jetzt als Resultat quasi den Zustand, ein geteiltes Haus, wobei die Bruchlinie nicht exakt zwischen regierenden Fürsten und apanagierten Fürsten entlangläuft, sondern der Zerbster Fürst da ausbricht aus dem Schema. Aber weitestgehend hat man hier eine Aufteilung in die genannten Kategorien. Am 22. April 1721 stirbt allerdings Karl Friedrich von Anhalt-Bernburg überraschend, bevor eine Entscheidung vor dem Reichshofratsgericht getroffen worden war. Daraufhin übernahm nun Leopold I. von Anhalt-Dessau die Ansprüche als ältester regierender Fürst und suchte nun selbst das Lehen am Kaiserhof. Sie sehen es schon auf der Folie, am 17. Juli 1722 kam es dann doch zum kaiserlichen Urteil. Darin steht, Zitat, dass dem Herrn Fürsten von Anhalt-Dessau als dem Ältesten unter den regierenden Fürsten zu Anhalt provisionaliter die Administration des Seniorats einzuräumen sei, jedoch mit der ausdrücklichen Reservation, dass den abgeteilten Fürsten und absonderlich den Herrn Fürsten Johann Adolfen zu Anhalt
diese kaiserliche Provisionalverordnung an ihren etwa habenden Rechten unpräjudizierlich sein solle. Also der Konflikt um das Seniorat wird damit zwar beendet, weil Leopold ad interim das Seniorat zugesprochen bekommen hat, abgeschlossen war aber nicht vollkommen, weil das Reichslehen ja noch ausstand, also der Empfang des Reichslehens. Und hier verweigerte Zerbst weiterhin seine Vollmacht zum Empfang. Erst im Dezember 1722 gab es dazu die Zustimmung. Und bis die Belehnung mit den Reichslehen tatsächlich stattfand, dauerte es noch bis zum 10. Januar 1725. Der Konflikt zwischen apanagierten und regierenden Fürsten war auch mehr oder weniger nur ausgesetzt, weil der Kaiser halt nicht die Rechte der Nachgeborenen beschränkte, sondern diese Ausnahmen von der Regelung. Zur Folge hatte das, dass bei jedem neuen Senior, der sein Amt antrat, eine Nebenlinie wiederum diesen Antritt in Zweifel zog und selber das Seniorat beanspruchte. Das war der Fall 1748, 1755 und an unserem Eingangsbeispiel 1789 der Fall. Allerdings waren das immer nur noch Anhalt, Bernburg, Schaumburg, Kolm, was da protestiert hat. Da ging es aber dann auch letztlich Bernburg-Schaumburg-Holm nicht mehr darum, letztlich das Seniorat tatsächlich wahrzunehmen, wie das hier in dem Ausgangskonflikt der Fall war, sondern es ging hier letztlich nur um die Rechtewahrung. Also man protestierte, um die Rechte am Seniorat aufrechtzuerhalten für die Folgegeneration. Ich komme zu meinem dritten Punkt, den Folgen des Konflikts für das Seniorat. Also welche Konsequenzen das letztlich hatte, da muss man ganz klar den Vertrag von 1720 sich näher anschauen, denn dieser bedeutete einen erheblichen Einschnitt in die Unabhängigkeit des Seniorats und hatte zur Folge, dass quasi der Einflussverlust des Seniorats, der bereits schon um die Jahrhundertwende einsetzte, nun sich zu beschleunigen begann. Das ist nicht nur auf den Vertrag selbst zurückzuführen, sondern muss man auch sagen, dass es eine Interessensverschiebung von der Ebene Gesamthaus hin zu den Teillinien gab, die besonders unter Leopold I., der jetzt der neue Senior war und sehr lange blieb, sehr deutlich wurde. Genau, aber warum ist der Vertrag so einschneidend gewesen? Also man zerschlug in dem Vertrag, von 1720 die bisherige Finanzierung des Seniorats komplett und das meiner Meinung nach zur eigenen Selbstbereicherung der beteiligten Linien. Seit 1669 war die Finanzierung des Seniorats über die Zinsen des Kapitals, das aus dem Verkauf der Senioratsämter entstammt ist. Also an der Karte kann man das ganz gut sehen. Ich hatte ihn vorhin in der ersten Karte gezeigt, da waren die grauen Gebiete, das ist Groß-Alsleben, Gernrode gewesen und auch Mühlingen. Das waren dann später die sogenannten Senioratsgüter. Diese wurden 1669 an die Teillinien quasi verkauft. Die Summe dieses Verkaufes ist quasi lapidar auf ein Bankkonto geflossen. Und da gab es jedes Jahr 6% Zinsen drauf und mit diesen Zinsen wurde dann die Senioratsaufgaben wahrgenommen. Dieses Kapital hat man dann 1720 einfach an sich genommen. Das war halt angelegt in den Ämtern oder beziehungsweise in den Städten, hat es beschlagnahmt. Genau, was man dagegen gesetzt hat, war eine direkte Finanzierung des Seniorats. Durch die Linien Dessau, Bernburg und Köthen. So sollte dann zukünftig der Senior die Kosten für den Lehnsempfang selbst tragen und die beiden anderen Linien jeweils die Bezahlung der Gesamtbediensteten schultern. Das waren einmal die zwei Gesamträte, der Gesamtarchivar und die Agenten in Wien und Speyer. Die Konsequenz daraus war eine faktische Schwächung der Verwaltungsebene des Seniorats, also nicht des Seniors selbst, aber der Leute, die letztlich die Aufgaben wahrnahmen. Denn, also seit 1635 hat der Senior fest zwei Gesamträte, einen Adligen und einen Gelehrten. Und wichtig war, dass deren Bestallung bzw. Verpflichtung auf alle Fürsten von Anhalt erfolgte. Also sie waren allen Fürsten verpflichtet und hatten auch quasi sich zum Wohl des Gesamthauses zu verpflichten. Sie waren damit mehr oder weniger auch im Gegensatz zum Senior, der ja immer gleichzeitig regierender Landesherr war und damit, wie soll man sagen, tatsächlich die ehrliche Vertreter der Gesamtinteressen. Sie waren aber auch gleichzeitig eine Art Kontrollorgan der Mitfürsten gegen den Senior, dass dieser auch zum Wohle des Hauses handle.
Deren Aufgaben waren unter anderem das Führen der Rechtsstreitigkeiten des Gesamthauses, waren Gesandtschaften, der Lehnsempfang zum Teil, die Leitung der Rätekonferenz übernahmen die Gesamträte, aber sie gaben auch einfach Gutachten zu Gesamtproblemen ab. Also sie waren die Leute, die tatsächlich die Funktion da wahrnahmen. Die Bezahlung nun dieser Räte durch einzelne Linien zu übernehmen, war hochproblematisch, denn dadurch entstanden finanzielle Abhängigkeiten, Loyalitätskonflikte und die Möglichkeiten der verstärkten Einflussnahme der Mitfürsten. Generell, muss man dann sagen, war die Rolle dann als unabhängiger Interessenswahrer in Gefahr, sodass das auch sie in symbolischen Stellenwert verloren haben. Zudem muss man auch sagen, es war letztlich auch eine Frage der Priorität und der Interessen an der Gesamtung, wie gut das System funktionieren würde, denn die Mitfürsten waren natürlich immer zuerst interessiert, die eigenen Bediensteten zu finanzieren, weil man von denen ja entsprechende Leistungen erwartete, sodass Gesamtbedienstete, die irgendwas tun, vielleicht dann eher nachrangig waren in der Besoldung. Dass die Finanzierung auch nicht funktioniert, zeigt sich auch sehr schnell. Genau, also der Gesamtrat Friedrich August Gottlieb von Raumer und der Gesamtarchivar Hermann wenden sich nämlich bereits an die Köthener Rentkammer im November 1726. Wegen des vieljährigen Rückstandes unser Salari sowie als gesamte Diener Vermöge des fürstlichen Hauses Grundverfassung zu genießen. Köthen zahlte also nicht. Von Raumer und Hermann hängten dem Schreiben auch eine Übersicht ihres ausstehenden Salärs an. Danach hatte Raumer seit Weihnachten anno 1718 aus der fürstlich-köthnischen Kammer auf Abschlag laut Quittung ganze 600 Taler bekommen. Ausstand seit 1722 waren jährlich 200 Taler, also gesamt 1000 Taler Rückstand. Auch Hermann hatte zwischen 1719 und 1726 insgesamt einen Ausstand von 1040 Taler angesammelt. Im Fall Raumers war es sogar so, dass er diese Gehaltsforderung an seinen Neffen vererbte, weil diese nicht beglichen wurden bis zu seinem Tod und der Neffe ihm im Amt als Gesamtrat nachfolgte. Dieser schrieb dann wiederum an die Rentkammer in Köthen im November 1730, wobei sich dieser Ausstand dann auf sage und schreibe 2203 Taler und 8 Groschen belief. Also man muss, das Jahressalär des Gesamtrates lag bei 400 Reichstalern und dann muss man sehen, dass das hier schon mehrere Jahre ohne Gehalt auskommen musste. Aber es war nicht nur der Köthner, der unregelmäßig zahlte, denn es gibt noch einen Aktentitel im Archiv, der uns auch verrät, dass Bernburg nicht zahlte. Der Titel lautet nämlich wie folgt. Die von dem Hof- und Regierungsrat, auch Gesamtarchivar, Wilhelm Heinrich Hermann zu Dessau gesuchte Abtragung seiner rückständigen Archivariatsbesoldung 1735 bis 39. Das war aber nur ein Problem, diese Nichtbezahlung. Ein anderes Problem war, dass diese direkte Besoldung Anreize schuf, um überhaupt gar keine Gesamträte mehr zu besteuern. Denn man konnte von seitens der anhaltischen Linien dadurch schlicht Geld sparen. Zwar bekräftigte man nochmal in dem Vertrag 1720, dass ein adlicher und gelehrter Rat bestallt werden sollten und die vakante Stelle nach Klärung des Seniorats auch wieder erfolgen sollte. Tatsächlich erfolgte diese Besetzung aber nie. In Folge gab es künftig nur noch einen Gesamtrat. 1773 geriet diese Stelle in völlige Vakanz. Für 21 Jahre und 1794 dann wurde nochmal ein Gesamtrat bestellt. Ich komme zum Fazit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen verdeutlichen, welche Bedeutung das Seniorat an einem konkreten Beispiel hatte, aber auch darüber hinaus, welche es für die Dynastie sich zeigte und welche Entwicklung aber auch am Ende das Ganze nahm. Das Seniorat blieb auch danach noch wichtig, überdauerte auch die Auflösung des Alten Reichs, die Neuordnung Napoleons und bestand dann auch weiter im Deutschen Bund. Also bis zur Wiedervereinigung Anhalts 1863 gab es faktisch das Seniorat. Der Konflikt zeigt aber, welche Bedeutung das Seniorat für die Willensbildung und Abstimmung innerhalb des Hauses besaß. Funktionen und Entscheidungen zwischen den Linien lagen durch das Fehlen des Oberhauptes auf Eis. Das war das am deutlichsten sichtbar an der Reichstagsstimme.
Es zeigt sich, dass das Seniorat auch nur funktionieren kann, wenn es von allen Seiten anerkannt wurde. Oder besser gesagt, wenn die Person, die das Seniorat ausführen soll, von allen Seiten anerkannt wird. Zwangsmittel zur Durchsetzung fehlten hier gänzlich. Jeder Teilfürst verfügt über eigene Ressourcen, sodass deine Möglichkeit, mit Zwang was zu erreichen, nicht gegeben war. Der Konflikt zeigt aber auch die Nachwirkung, die durch die Einführung der Primogenitur im Gesamthaus entstanden. Im Konflikt versagten gemeinsame Konfliktlösungsmechanismen, also es gibt Austräge, das fand nicht statt, aber auch Konferenzen, wo man Probleme behandelte, führten nicht zu einer Lösung. Das lag auch einfach daran, dass die Nachgeborenen auf Hausebene keine Entscheidungsgewalt besaßen. Die Folge war entsprechend auch, sie fühlten sich auch nicht an die Verträge gebunden, die sie selber nicht mitgetragen haben oder mitentschieden. Der Konflikt war also intern nicht mehr lösbar, wie man gesehen hat, sondern man musste eine übergeordnete Autorität ins Boot holen und das konnte nur der Kaiser sein. Nur er konnte letztlich den Konflikt entschärfen oder ad interim beilegen. Genau, aber der Rezess von 1720 zeigt uns auch, dass die Interessen sich am Gesamthaus immer mehr in Richtung Teillinie verschoben. Genau, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Sie haben recht, das ist einer der Gründe tatsächlich, weil man halt das Lehen nicht teilen konnte und nur ein Lehen hatte, nur eine Stimme auf dem Reichstag, dass man das irgendjemandem zuschustern musste. Das war genauso wichtig wie die Geschichte Gernrode. Kann man sagen, überhaupt Gernrode war dann die zweite Reichstagsstimme, die man bekommen hat. 1725. Aber Sie haben recht. Also die ganze Konstruktion, die man da aufbaut, dient letztlich dazu, nach außen eine Einheit zu imaginieren, wobei man also möglichst trotzdem große Freiheiten für sich selbst reklamiert. Das lag auch letztlich daran, dass die Reichstagsstimmen waren vorher personengebunden, aber zu dem Zeitpunkt, als diese Bindung von Person zu Gebiet stattfand, Anhalt vereint war. Sonst hätte Anhalt wahrscheinlich auch mehr Stimmen haben können, aber das war ein schlechter Zeitpunkt, um sich wieder zu vereinen. Ja, also wenn man sich die Finanzen Köthens zu der Zeit anguckt, würde ich sagen nein, weil Köthen auch in ganz viele Rechtsprozesse in der Zeit verstrickt wurde. Die mussten also, um ein bisschen auszuholen, die Frau des Fürsten, die zu dem Zeitpunkt regierend war, die strengt auch wiederum einen Reichshofratsprozess an über ihre Abfindung, weil dann der Nachfolger des regierenden Fürsten quasi ihr nicht mehr das Geld zugestehen will, weil sie sich wieder verheiraten lässt. Das ist ein Prozess. Der andere Prozess ist aber auch, die Tochter wiederum dieses Fürsten wird mit dem Fürsten von Dessau verheiratet und ihr wird auch nicht die Apanage zugestanden. Und das führt dazu, dass der Köthner von seitens des Reichshofrates zu horrenden Zahlungen verurteilt wird. Also das ist eine ganz arme Sau. Und ich nehme mal stark an, dass mit dem Aussterben Köthens die Schulden durch Dessau übernommen wurden. Und da müssten Sie jetzt mal beim Herzog anfragen, wie es da aussieht. Also ich kann es nicht sagen. Ich vermute mal ganz stark, es wurde nicht beglichen. Oder, also ich weiß jetzt nicht, wie die Rechtsnachfolge ist, ob dann das Land Anhalt tatsächlich mit Übernahme des Fürstentums letztlich auch die Schulden übernommen hat. An dieser Stelle bedanke ich mich für. Nein, also das wäre wirklich eine interessante Frage. Wie weit kann man das treiben oder wird so eine Forderung dann irgendwann niedergeschlagen oder auch nicht? Sie hatten ja gesagt, dass an einer Stelle das Kapital, das aus dem Verkauf von Ämtern entstand, zu 6% angelegt wurde und man das dann umgeändert hat in eine direkte Finanzierung. Das ist ja an sich sehr modern und eigentlich auch gar nicht falsch gedacht. Also weil durch Wirtschaftswachstum und Inflation ist sozusagen die 6% einer fixen Summe, die man nicht reinvestiert, werden natürlich über den Lauf von Jahrzehnten eigentlich immer weniger. So gesehen war das vielleicht gar kein schlechter Ansatz. Wenn man sich allerdings
1720 darauf einigt, es Umlagen zu finanzieren und schon 1720 aufhört zu zahlen, zeigt das natürlich in der Tat, dass man entweder nicht wollte oder nicht konnte. Also das ist schon beeindruckend, 4 Jahre ohne Besoldung arbeiten. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie ich das heute finanzieren würde oder könnte oder müsste. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, bitte, weitere Fragen. Man könnte auch noch ergänzen zu dieser Nichtfinanzierung letztlich, dass gerade dieser Hermann faktisch die reichste Familie Dessaus war. Das hat ihn gar nicht gejuckt, die Kohle, die er da nicht bekommen hat, weil dem gehörte halt Dessau. Das muss man sich vergegenwärtigen. Hier geht es eigentlich oft einfach nur ums Prinzip. Aber das war jetzt nur für den Hermann der Fall. Für Raumer weiß man das nicht. Die sind ja nur Briefadel. Die haben es vielleicht nicht so dicke. Ein öffentliches Amt muss man sich leisten können. Könnten Sie nochmal die Folie aufblättern mit der Entscheidung des Reichshofrates? Das ist aufgefallen, das ist ja, wenn man sich das nochmal auf die Zunge zergehen lässt, im Grunde genommen unverschämt, was dort entschieden wird. Also die Entscheidung lautet, wir entscheiden, der Dessauer ist jetzt der Senior. Aber gleichzeitig entscheiden wir, dass alle anderen Rechtsansprüche davon unberührt sind. Das ist ja... Also, entschuldigen Sie, die Juristen, die anwesend sind, mögen es mir nicht kommen, das ist doch eine Wischiwaschi-Entscheidung. Das ist doch keine Entscheidung. Also, man hat jetzt jemanden, aber der ist es eigentlich auch wirklich nicht so wirklich. Es geht irgendwie weiter, aber der Reichshofrat positioniert sich nicht. Habe ich das richtig verstanden? Das ist ja nicht nur eine Entscheidung des Reichshofrates, sondern das ist eine Entscheidung des Kaisers gewesen. Der Reichshofrat hat im Vorfeld ein Gutachten geschrieben und der Kaiser hat dem Gutachten zugestimmt. Also, es ist noch schlimmer. Aber auf Grundlage des Gutachtens hat der Kaiser entschieden. Aber das ist, wie soll man, so macht man Politik in Wien. Das, so entscheidet der Kaiser immer. Kaiser positioniert sich nie eindeutig. Damit kann man besser Geld machen, weil am Ende kommen dann vielleicht wieder mal Leute zu ihm, die ein Problem haben. Und das Probleme kosten in Wien meistens sehr viel Geld. Also dieser Prozess, das muss man wissen, hat enorm viel Geld verschlungen. Also jeder Prozess, der in Wien stattfindet, da braucht man jemanden vor Ort, der jedes Schreiben da eingibt, der Typ muss finanziert werden. Man muss vielleicht ein, zwei Leute besser kennenlernen, das heißt, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen Geld, Geschenke über den Tisch wandern lassen, um Wohlwollen zu erzeugen. Und letztlich ist auch so eine Belehnung ein teurer Spaß. Also jedes Lehen wird da einzeln abgerechnet. Und tatsächlich war das 1725 auch der Fall, dass man eigentlich gleich 3 Belehnungen in Rechnung stellen wollte, weil die vorhergehenden nicht erfolgt sind. Also da muss man wissen, dass Köthen eigentlich die jüngere Linie Köthen ist. Das ist eigentlich Plötzgau gewesen. Und die wurden 65 eigentlich schon mit Plötzgau belehnt. Und in dem Zuge haben die anderen Fürsten relativ viel Zugeständnisse gemacht bei dem Anfall des Teilfürstentums. Es wurden da quasi dann Schulden gestrichen, mehr oder weniger. Und Köthen hat tatsächlich, das muss ich scharf nachdenken, Köthen hat einen Teil der Verkaufssumme tatsächlich als Entschädigung erhalten, dieser Senioratsgütern. Genau. Also das ist richtig, die Finanzierung erfolgte anfangs halt über diese Senioratsgüter, was halt Stiftbesitz war. Aber auch das zur Information funktionierte so mittel. Also 1603 hat man sich zur Teilung verabredet, 1606 hat man tatsächlich geteilt, 1611 hat der Typ von Dessau gesagt, der damals der Senior war, ich will diese Ämter doch nicht haben, die liegen so weit weg von mir und es ist schwierig. Lieber Bruder aus Bernburg, wäre es nicht viel, viel schöner für uns beide, wenn du die bewirtschaftest und mir dafür jährlich 4.000 Reichstaler überwachsen lässt. Also es funktionierte auch so mittel und dieses System des Verpachtens funktionierte dann auch nur eine Zeit lang, weil 1631 spätestens die Kaiserlichen in Anhalt standen und unter anderem auch die Senioratsgüter besetzt hielten, um sie wieder zu rekatholisieren. Das heißt, da ging dann auch nichts mehr mit Geld.
sodass auch diese Verpachtung nicht mehr funktioniert, sodass der Senior sie wieder zurückgenommen hat, wieder selber bewirtschaftet hat. Also das System lief nicht gut. Und man versuchte halt 1669 mit diesem Verkauf das Ganze auf eine solidere Basis zu stellen, damit man regelmäßige Eingänge hat. Weil letztlich, das ist Subsistenzwirtschaft, was da betrieben wird. Man hat da Schafherd, man hat da Getreide. Wenn es da irgendwie eine Foodkatastrophe gibt, wenn irgendwie eine Epidemie ausbricht, dass alle Tiere dahin rafft, dann gibt es halt kein Geld für den Fürsten. Und das ist immer schlecht, wenn man in Wien Geld zahlen muss. Naja, also Reichsdeputationshauptschluss, also 1803 kommt es ja dazu, dass auf Druck der französischen, Invasionskriege das Reich unter Druck gerät und man anfängt, die geistlichen Güter aufzulösen. Das funktioniert aber, das überholt sich der ganze Prozess von selbst. Und es kommt letztlich dazu, dass der Kaiser die Reichskrone niederlegt. 1805. Und in dem Zuge hört auch auf, dieser ganze Reichs- und Lehnsverband zu existieren auf. Alle Staaten, die dann später dem Rheinbund beitreten, unter anderem auch Anhalt, waren formal souveräne Staaten. Auch dann dieser Reichsbund, der nachgegründet wurde ab 1815, es war ein Staatenbund souveräner Staaten. Also mit dem Ende des Reiches hörte das Reichslehnswesen faktisch auf. Also die Nachwirkungen können wir aber heute noch sehen. Also alles, was wir an Geldern der katholischen und evangelischen Kirche staatlicherseits zukommen lassen, resultieren aus dem Reichsdeputationshauptschluss. Naja, also der Titel meiner Doktorarbeit ist ja eigentlich ein Vergleich. Also ich vergleiche das, also habe immer noch vor, Anhalt mit den Herzögen von Sachsen zu vergleichen, also den Ernestinern. Und dazu muss man sagen, dass die Reußen ja eigentlich gefürstete Grafen sind. Das sind gar keine richtigen Fürsten. Aber Sie haben recht, auch die Reußen haben Seniorat. Das gibt es da auch, genau. Also ich sage mal, es ist schon sportlich, das bei den Ernestinern zu berücksichtigen. Weil die Ernestiner sind noch teilungsfreudiger, als man das hier in Anhalt ist. Also in Anhalt gibt es zeitweise 7 Linien. Bei den Ernestinern gibt es zeitweise 11 Linien. Bei den Ernestinern gibt es zeitweise 2 Direktorien und, dann noch sowas Halbes eine Zeit lang. Also das ist noch wesentlich komplizierter, auch was die Verschachtelung ineinander betrifft. Da gibt es halt nicht nur klar apanagierte Fürsten, sondern da ist dann auch so ein Mittelding irgendwie dabei. Und wenn ich da jetzt noch mehr aufnehmen würde thematisch, dann, weiß ich nicht, ob ich das in dieser Lebenszeit noch schaffe, dann damit fertig zu werden, weil das ist dann ein Quellenproblem, weil es gibt einfach zu viele Quellen. Man muss irgendwann anfangen auszuwählen und es ist dann irgendwann auch eine Frage der Vergleichbarkeit. Und dazu noch ein Wort, die Ernestiner, die haben da auch schon zumindest auf dem Papier ähnliche Strukturen, wie das in Anhalt der Fall ist, aber es funktioniert halt schlecht. Also Sie haben gefragt, Exkurs, da geht das 1641 los und 1706 ist es vorbei, weil es nicht mehr funktioniert, weil keiner mehr Bock drauf hat und auch ein ähnlicher Streit dazu führt, dass man nicht wie in Anhalt sagt, wir machen eine Regelung, die den Zugang einschränkt, sondern man sagt, nö, dann lassen wir es ganz. Also da gibt es scheinbar einen Unterschied. Den kann man gut erklären, auch über die Reichstagsstimmen, dass es da halt nicht notwendig ist, einen Typen zu benennen, der das Ganze zusammenhält. Das ist, gibt es ja diese wunderschöne Monographie von Jens Heckel, der sich mit dem Münzwesen in Anhalt intensiv auseinandergesetzt hat, der da auch quasi als Beifang da so ein bisschen drauf eingegangen ist. Das habe ich gelesen, fand ich sehr interessant. Das Spannende ist ja tatsächlich, dass man, also der Münzregal ist immer an Bergbau geknüpft. Und in Anhalt, die Bergwerke, die man im Harz hat, die sind nicht so ergiebig, was Silber betrifft, sodass eigentlich so Münzprägung irgendwann nicht mehr so gut funktioniert. Aber der Senior, also manche dieser Senioren, gerade wenn sie dann anfangen, das Amt anzutreten, machen dann halt so eine extra Prägung, um zu zeigen, wie wichtig sie doch sind. Und da wird dann extra dafür Silber eingekauft, um das dann zu Münzen zu verprägen. Das Vortragsprogramm des Vereins für einheitliche Landeskunde ist für dieses Halbjahr und mit dem heutigen Vortrag zu
zunächst beendet. Die nächsten Termine, also für das zweite Halbjahr, werden wie gewohnt bekannt gegeben. Sie kennen die Flyer, die dann üblicherweise auslegen, oder Sie informieren sich auf der Website des Vereins. Anzukündigen sind noch zwei Stammtische, beide in Köthen, nämlich am kommenden Mittwoch, 12. Juli, und am Mittwoch, dem 9. August, beide Male 18 Uhr, beide Male als Stammtisch der Regionalgruppe Köthen, jeweils im Hotel Stadt Köthen. Bemerken Sie sich bitte vor Sonntag, 10. September, hier im Wasserturm, Tag des offenen Denkmals mit der Eröffnung der Ausstellung Feuer und Flamme, zündendes aus Mitteldeutschland. Es geht um Streichhölzer. Mehr verrate ich nicht, um jetzt die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Und noch bis zum 29.08. ist zu sehen, Sie haben es vielleicht schon wahrgenommen, unsere Ausstellung zum Jubiläum 150 plus 1 Jahre herzoglich-anhaltliches Haus und Staatsarchiv. Mein Name ist Hermann Kinn, ich bin Abteilungsleiter der Abteilung Dessau des Landesarchivs Sachsen-Anhalt. Kommen Sie alle gut nach Hause, kommen Sie gut durch den Sommer, kommen Sie gern wieder als Gäste zu den Vorträgen, als Benutzer im Stadtarchiv Dessau-Roßlau oder im Landesarchiv. Nutzen Sie die Gelegenheit jetzt noch, die Ausstellung zu besuchen oder später. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Schönen Abend.